Ich muss heute mein BMW einbrechen. Böse. Jetzt fragst du dich natürlich, warum nimmt er nicht einfach einen Notschlüssel und schließt das Türschloss auf? Zeig ich dir. Da hat leider versucht, jemand einzubrechen. Das ist defekt, da stecken zwei Schrauben drin. Das wurde aber dann Inhalt von einem separaten Video, was da passiert ist. Zu allem Übelzeit, Murphy sagt ja immer, es geht alles schief, was schief gehen muss, habe ich ja auch noch einen Kabelbruch. Das heißt, der Antennenempfänger, der hier unten drunter sitzt, unter dem Spoiler, kriegt gerade keinen Strom. Ich kann ihn mit dem Schlüssel drücken, wie ich will. Der Wagen geht einfach nicht auf. Ja, ich muss jetzt einen Weg finden. Das Einfachste wäre jetzt natürlich Scheibe einschlagen. Aber das macht eine Riesensauerei und ist halt doof. Also ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich hier reinkomme. Irgendwo eine Schwachstelle suchen. Ich werde es erstmal versuchen, hier hinten heiße Luft drauf zu bringen. Das Ganze ein bisschen zu föhnen in der Hoffnung, dass hier einfach nur Wasser drin ist, weil es hat die letzten Tage ziemlich viel geregnet, dass hier einfach nur Wasser drin ist, beziehungsweise Kondensat. Und deswegen das Kabel, weil es gebrochen ist, also weil die letzte die Ummantelung kaputt ist, einen Kurzschluss kriegt und auf Masse geht und deswegen hier der Strom nicht weiterfließen kann bis zum Diversity. Das probiere ich jetzt mal als erstes und hoffe, es funktioniert. So was kommt natürlich immer voll passend, wenn du es genau nicht brauchst. Ich habe nicht morgen Termin und brauche eigentlich das Auto. Aber natürlich muss man versuchen, irgendwie reinzukommen. Bevor ich jetzt hier den ganzen Tag mit dem Föhn noch weiter dastehe, weil es geht leider immer noch nicht auf. Ich habe auch schon die Batterie getauscht vom Schlüssel und ja, den Zweischlüssel habe ich auch schon probiert. Werde ich jetzt mal Schaltpläne studieren und mal gucken, ob man irgendwie über die Heckklappe, ob man dann eine Schwachstelle findet, dass man da von außen das Schloss angestaut bekommt oder irgendwo anders. Ja, ich habe jetzt schon mal mit mehreren noch aus dem Forum geschrieben und so, die auch bei BMW arbeiten, beziehungsweise habe auch mal die Funktionsbeschreibung gelesen von der Zentralverriegelung. Man kommt nicht rein, also sobald das Auto von außen zugesperrt ist, kannst du den Knopf noch mit nicht mehr betätigen, der ist gesperrt und in den Türgriffen, die sind auch gesperrt, also die lassen sich dann von innen nicht mehr öffnen. Was dann auch noch das Problem ist, dass die Türen komplett aus Aluminium sind, also wenn du jetzt denkst, kannst hier mit dem Luftbalk rein und dann hier irgendwie mit einem Draht drin rumfädeln, es geht nicht, verziehst du im besten Fall die Tür, bis die Tür dann krumm ist, nicht mehr richtig schließt. Und selbst wenn du dann hier an den Türgriff kommst, kannst du an den Türgriff ziehen, wie du willst, geht nicht auf. Also Scheibe einschlagen, das machen wir jetzt. Ich hab Angst. Das Einzige, was jetzt laut ist, ist der Alarmanlage gleich vom Auto. Na toll. Jetzt los. Machst du die dann sofort aus? Wäre nett, wir sind ja auf dem Dorf. Ich hab Angst. Bereit? Wo ist eigentlich meine Schutzbrille? Hä? Wo ist eigentlich meine Schutzbrille? Ja. Auf jeden Fall gute Wertarbeit. Ja, hat deutsche Qualität. Guck mal, ob ich mal einen Hammer finde. Dass das so schwer geht, hätte ich nicht gedacht. Mein Gesicht, ich hab Angst. Das Panzerglas? Wahrscheinlich. Ja, in irgendein Loch reinhaken und
Jetzt weißt du, warum, wenn die Autos klauen wollen, keine Scheibe einschlägt. Und einem Schraubenzieher würde ich das auch nicht machen, der platzt da vorher hinten weg. Du brauchst so einen Meißel. Mehr mit der Ecke. Also, ja. Ah, ich könnte auch unter den Ganoven gehen, ich merk's. Ich hätte da zumindest ein physikalisches Talent. Erste Hilfemaßnahmen hier. Saugen. Böse. Böse. Ist aber auch lustig, dass die Alarmanlage so gut funktioniert, ne? Mhm. Halt extrem laut. Laut nicht funktionieren. Hast du keine richtig dicken Handschuhe? Ich hab noch so. Jetzt schon. Wird die jetzt noch lauter? Nee. Ich hoffe, meine Ohren. Wie beim Zahnarzt, ne? Erst alles rausschlagen und dann saugen. Ich gehe so oft zum Zahnarzt, ich merke es. Ach, jetzt meckert er nochmal. Aber ist das normal, dass der zwischendrin ausgeht? Hast du Nein gesagt? Ja, ist normal. Okay. Aber gehört jetzt nicht so zu meinen täglichen Sachen. Streifenweben oder Scheibe einschlagen? Oder beides? Staubsaugen kommt schon gelegentlich vor. Die Exhaust-Motor schlägt ein. Ja, dieses K-Glas repariert. Ja, genau. Schlag nur ein. Genau. Das kam ja vor uns, wo du gerade den Maisweg geholt hast. Das war eine gute Idee. Auf die Idee hätte ich gleich kommen müssen. Kommt hier gerade, keine Ahnung, ein paar Kinder. Was macht denn der Onkel da? Ins Auto einsteigen? Welcher Einbrecher steht mit einer Schutzbrille da und einem Staubsauger und klebt das dann noch feinsäuberlich ab? Ich würde es so machen, genau das, weil die Leute schon genau das denken. Ich putze ja nur. Tatort Reidinger. Kriegst du nämlich so nicht auf von innen. Geht nicht, ja? Jetzt, wenn du hier in die Tür reinkommen würdest, kriegst das Ding ja hier gar nicht hochgezogen. Gar nicht mal so schön, das ganze Glas im Auto. Ja, kann sich da vergessen. 3 Stunden später. Tanz doch mal ein bisschen. So, jetzt musst du einsteigen. Wie da, in das kleine Fenster? Du musst noch Kuckuck machen. Hallo? Kriegst du keinen Kuckuck? Das war aber ein schlechtes Kuckuck. Ja, jetzt geht's auch. Ging halt auch über die Taste nicht. Und? Was sagst du? Lohnt sich das mit der Scheibe einschlagen? Fetzt? Ja, geht's nicht. Fetzt? Nee? Nicht. Fetzt nicht? Nee, ich mach noch das Grün. Guck doch richtig traurig. Ja. Oh, komm, eine Schmolllippe. Mach mal eine dicke Schmolllippe. Aber geht an. Siehst du? Ja?
Akku sagt auch, ich will nicht mehr. Hat zu lange gedauert hier in der Kälte. So, jetzt ab in die Garage damit. Scheibe wechseln. Schaut das nächste Video.